Und damit heiße ich dich, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, sehr herzlich willkommen zu diesem zweiten Spiel beim Zweiermannschaftsturnier von Christian und mir. Ja, wir haben das erste Spiel ja leider 2-1 verloren. Da habe ich mein Einzel gewonnen, Christian hat verloren, was aber auch okay ist. Ne? Das sind alles sehr, sehr gute Spieler. Wir haben mal offen bis 4000 Punkte gespielt. Im Doppel war es dann immer sehr, sehr schwer, da auch für mich reinzukommen. Aber nichtsdestotrotz, zweites Spiel gegen zwei bekannte Gegner aus Refrath. Ich spiele an 1, mein Kontrahent auch an 1. Und dann ist Christian danach dran. Ja, ist ein sehr junger Spieler. Die Vereinsarbeit von oder die Jugendarbeit von Refrath ist wirklich outstanding. Wirklich sehr gut. Jakob Eberhardt hat da so das Zepter in der Hand, macht wirklich eine gute Jugendarbeit. Viele junge, talentierte Spieler werden da rausgebracht. Und jetzt habe ich die Chance, gegen einen von denen zu spielen. Du siehst hier super Technik, super Rückhand, geht über den Ball. Sieht fast ein bisschen aus wie so ein Malong, Janjike, so mit der Rückhand, richtig viel Power drin. Jetzt gebe ich dir noch einen Tipp vorher. Wenn du dich eingespielt hast, kannst du immer noch mal gerne so eine kleine Pause machen. Nochmal zum Handtuch, dich nochmal sammeln. Ne? So den Gegner vielleicht vorne noch ein bisschen warten lassen, dass der ungeduldig wird. Nochmal den Tisch reinigen, das mache ich immer ganz gerne. Und dann noch einmal eine Runde drehen, dich aufs Spiel fokussieren und dann ganz präsent sein vom ersten Ball an. So, und jetzt viel Spaß bei dem Spiel und danke, dass du wieder mit zuschaust. Ich bin gespannt auf deine Kommentare.
ja, nach so einem guten Ball vorher und so einem doofen Fehler von mir, dann lohnt es sich auch einfach mal eine Pause zu machen, zum Handtuch kurz zu gehen, sich zu sammeln. Das mache ich dann immer, wenn der Gegner gut spielt und dann geht es auch schon weiter. Ja, und damit steht es 1-0 für Christian und mich. Es ist ja ein Zweiermannschaftsturnier. Jetzt kommt Christian dran. Das wird auch das nächste Spiel sein, was ich veröffentliche. Ja, und jetzt gebe ich nochmal so die letzten Tipps. Ist wirklich ein guter Gegner gegen Fabi Wahl. Also kannst dich darauf freuen, Christian gegen Fabi Wahl im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.